Wer auf jeden Fall schon sehr effektiv ist, ist die Lena. Die malt nämlich. Sehen werdet ihr von ihr vor allen Dingen, also was heißt ihr vor allen Dingen? Sehen werdet ihr von ihr das, was sie malt. Aber ihr könnt sie auch hören. Hallo Lena. Hallo. Hallo Lena. Schönen guten Abend. Ja, du hast da schon perspektivisch was angelegt. Eine Straße, wenn ich mich an die Beschreibung richtig erinnere. Auf jeden Fall laufen da Dinge auf einen Punkt im Hintergrund zu. Und genau. Ja, der Thomas hätte gerne eine Straßenszene, glaube ich, von dir, richtig? Genau, ich hatte bestellt eine Szene in einer engen Gasse und da, also in der Stadt, in der wir spielen. Und da Lena das letzte Mal, als sie gezeichnet hat, ja schon wunderschöne Monster produziert hat, dachte ich mir, man kann diese Straße auch ein bisschen beleben mit ein paar Scheußlichkeiten. Ich bin mal gespannt, was da heute Abend zu sehen ist. Mhm. Gut, du hast schon gesagt, ein verkürztes Recap. Willst du das machen oder soll ich hier einmal durchgaloppieren, was wir hier machen? Also ich meine, du hast ja auch, denke ich, das Google Doc auf und kannst oben die Punkte sicherlich auch einmal kurz durchgaloppieren. Dann garantiert das auf jeden Fall, dass es fix wird. Ich verquatsch mich ja gerne immer. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also, was wir hier bauen, ist ein neues Rollenspiel. Und zwar alles, was dazu gehört. Das Setting und das System. Ein Made by Thomas Römer. Und ihr könnt mitentscheiden, weil es regelmäßig Abstimmungen gibt, wenn sich denn was ergibt. Ich weiß nicht, ob es heute viel geben wird. Das wird sich dann nachher zeigen, wenn Thomas ausführt, was exakt heute gemacht wird. Aber was schon entschieden ist, ist das Setting. Das Setting ist beschränkt auf eine Megastadt, die oben auf der flachen Spitze eines Tafelbergs, eines Tepuis liegt, auf einer Welt, die ansonsten von Nebel bedeckt ist. Und dieser Nebel kommt in unregelmäßigen Abständen, beziehungsweise in Abständen, deren Regelmäßigkeit für Menschen sehr, sehr schwer zu erfassen ist, hoch. Steigt also wie eine Flut und sinkt wie eine Ebbe und kann damit auch die unteren Teile der Stadt überspülen. Und jedes Mal, wenn das passiert, sind Leute, die davon berührt wurden, hinterher verändert, sind Mutanten. Und aus deren Kindern wiederum entstehen dann neue Spezies, also quasi die F1-Generation, wenn wir Mendel sprechen wollen. Die haben dann tatsächlich stabile neue Anzeichen einer menschenähnlichen, aber nicht menschlichen Spezies. Und alle diese Veränderungen haben thematisch so ein bisschen was mit Insekten zu tun. Entweder insektenartige Flügel oder dass man 6 Gliedmaßen hat, solche Dinge. Oder dass man staatenbildend ist und untereinander kuriose Kommunikation hegen kann. Das heißt, das Tepuy ist bewohnt von Menschen, dann durchaus auch von Mutanten, auch wenn die nicht gern gesehen sind, also die Leute, die direkt vom Nebel verändert wurden, und von den inzwischen stabilen Populationen der Nachkommen dieser Mutanten. Darunter finden sich Leute, die fliegen können, die Flügel haben, die aussehen, als wären sie mit Federn aus Insektenflügeln besetzt. Wir haben welche, die mit ihren Gedanken sich miteinander verflechten können, die Denker mit vergrößertem Kranium, die also im Grunde Telepathie beherrschen. Wir haben Bastler, die mit 6 Gliedmaßen arbeiten und 2 davon sind sehr fein und können auch Mikromanipulationen durchführen. Und wir haben die Gräber oder Butler, oder wie wurden sie genannt? Graber. Am Ende? Graber. Die blind sind, aber im Grunde sich im Dunkeln sehr gut durch Echolokation orientieren können. Und die großen Teile des Tepuyes, die aus ausgehöhlten Stollen bestehen, erweitern, vergrößern und darin leben und dadurch auch eine Menge dazu beitragen. Und es gibt noch eine geheime, versteckte Spezies, die aber geheim gehalten wird und die Grundlage für die magische Schule der Dekromanten ist. Denn es gibt auch übernatürliche Fähigkeiten, es gibt Magie. Das ist einmal die Stadtmagie, weil die Stadt selber im Grunde ein Wesen ist, ein magisches, lebendiges Ding, mit dem man Kontakt aufnehmen kann und das man beeinflussen kann darüber. Also tatsächlich die Situation der Stadt verändern, die Lage von Gebäuden und sozusagen auch mal eine Straße hinter sich verschwinden lassen, aber auch Informationen über sie abrufen. Gedankenmagie, also ohnehin das, was auch für die Spezies der Denker extrem wichtig ist, Informationen abrufen. Wir haben die Alchemie, die extrem wichtig ist, weil die meiste Menge an
Magie, die in dieser Welt existiert, wirklich auf physikalische Dinge zurückzuführen ist. Und dementsprechend auch nahezu alle magischen Wirkungen in physikalischer Form festgehalten werden können, also durchaus auch in Tränken. Und da können Sachen drin gespeichert sein wie Heilung, aber eben auch wie ein gänzlich anderer Körper. Also man kann auch eine Flasche des Froschseins, grob gesagt, trinken. Beziehungsweise. Da können Matrizen drin gespeichert sein, da können Fertigkeiten drin gespeichert sein, und natürlich die klassischen Sachen, die man von Tränken kennt, gesteigerte Eigenschaften, Heilung und Tod, der ganze typische Alchemie-Krams. Ja. Nur plus, eben mit der Erklärung, dass es irgendwo hergenommen wird und darin gespeichert wird und nicht erst durch das Mischen von Dingen sozusagen die Mischung entsteht. Also nicht der klassische irgendwie Trank, so ich habe jetzt die zusammengemischt und dann hat das die Mischung, sondern ich habe diesen Trank, ich habe ihn zusammengemischt und dann kann man in ihm etwas speichern im Grunde. Das man dann überträgt. Also einfach ein bisschen eine andere Denkweise, die dem einen zugrunde liegt. Und Antimagie, damit man das Ganze auch wieder ungeschehen machen kann. Ja, plus halt noch die, was ähnlich wie die Alchemie ist, die Fähigkeit zum Artefaktbau. Mhm. Handwerk spielt eine große Rolle. Auch da kann Kraft von außen in handwerklich hergestellte Gegenstände gepackt werden. Also, es gibt auch die klassischen magischen Waffen und magischen Artefakte. Genau. Was es noch gibt, ist magisches Geheimwissen, das nicht für alle zugänglich ist, das von einer Reihe von superreichen Familien kontrolliert wird, die wir platzhalterweise die Lex Lindners dieser Welt genannt haben, die halt im Grunde gottgleiche Fähigkeiten sogar entwickeln können und die Nekromantie kontrollieren. Ja, aber das ist noch eine fiese kleine Extrasache. Und ansonsten halt, während viele andere Leute Mutanten sind Abkömmlinge dieser Familien sowas wie Supermutanten. Also klassische böse Superhelden oder Familien, die von bösen Superhelden kontrolliert werden. Gut. Das ist das Setting. Ansonsten so vom Look-Feel her ein bisschen eher mediterran und auch nicht das klassische Mittelalter, sondern naja, man könnte sagen, ein bisschen eher so in Richtung Renaissance oder darüber hinaus. Ja, wobei wir gesagt hatten, dass wir halt Barock in irgendeiner Form haben wollen, was aber natürlich auch irgendwie Blütezeit der Osmanen oder Ming-Dynastie oder halt 16., 17. Jahrhundert Indien sein kann. Das heißt, viele Orte, gerade da, wo viele Menschen und die anderen Spezies leben, sind gerne sehr dekoriert, ornamentreich und sowas. Gegenden, in denen nicht so viel passiert, die sehen vielleicht ein bisschen anders aus, weil die Stadt als Lebewesen quasi sich nach dem Willen und den Moden der Bewohner ein bisschen richtet. Das heißt, man muss nicht mal großartig Stadtmagie bewirken, sondern einfach nur viele Wünsche und Träume zusammenbringen und kann damit seine Umgebung verändern. Gut. Damit haben wir grob das Setting einmal abgesteckt. Das System ist auch schon in Arbeit. Und tatsächlich auch mit ein bisschen hin und her und Abstimmungen ist es ein 3W12-System geworden, was natürlich toll ist, weil das der schönste Würfel von allen ist. Genau. Und wo arbeiten wir da an dieser Stelle heute weiter, Thomas? Wir hatten letztes Mal damit angefangen, uns ein bisschen über das Thema Downtime zu unterhalten. Mhm. Wir wollten schauen, oder war mein Vorschlag, dass wir neben den eigentlichen Abenteuerhandlungen, das heißt Erkundungen von Kellern, Herausfinden von Geheimnissen, Heists und Kommandounternehmen oben innerhalb der Stadt, um den Superreichen irgendwelche Geheimnisse zu entreißen oder die klassischen entführten Prinzen wieder in die Arme ihrer Liebsten oder ihres Liebsten zurückzubringen. Und während
dieser Sachen sammelt man halt Erfahrung, zum Teil in Punkten, aber zum Teil auch in Form von Wissen. Das kann auch bepunktet sein, aber ich dachte eher so ein bisschen an Wissensschnipsel, die aus dem Buch des geheimen Wissens dann rausgerupft werden können. Und mit der Erfahrung, den magischen Kräften, die man gesammelt hat, weil unsere Welt hat als Grundlage der Ökonomie, nämlich den Austausch magischer Kraft, das ist auch eine Besonderheit dabei. Und wenn man die Sachen angesammelt hat und dann mal ein bisschen Zeit zwischendrin hat, kann man diese Sachen umsetzen. Und dafür hatte ich gedacht, könnte man eine Downtime-Phase zwischen den einzelnen Abenteuern jeweils einschalten, in denen irgendwelche längerfristigen Aktionen gemacht werden, wie zum Beispiel Artefaktbau, wie Heilung, wie F&E-Projekte. Also tatsächlich nicht nur einfach Artefakte bauen, sondern auch... Was sind auch F&E-Projekte? Forschung und Entwicklung. R&D. R&D, genau. Warum bin ich mit der englischen Kürze besser vertraut als mit dem deutschen? F&E. Und überhaupt Forschung, also das Wissen, das man gesammelt hat, zusammenzutragen, plus längerfristige soziale Projekte, also jetzt nicht soziale Projekte im Sinn von Armenspeisung, sondern dass man versucht, das Standing der eigenen Fraktion und von einem selbst natürlich auch zu verbessern. Und eventuell das Machtgefüge innerhalb der Stadt ein bisschen zu verbiegen. Das sind jetzt alles längerfristige Sachen, Sachen, die sich häufig auch mal wiederholen und die, ich sag mal, wenig direktes Abenteuerpotenzial und Spannung haben, aber die halt schon wichtig für das Setting sind, weil halt entdecken, basteln und intrigieren hatten wir als wichtige Elemente schon identifiziert beziehungsweise als gewünschte Elemente genannt. Okay. Was wird denn heute dann daran bearbeitet? Was man da macht oder wie man es macht und warum ist meine Kamera schon wieder deaktiviert? Heute mag sie mich nicht. Ja, ist zickig geworden. Also erstmal die Frage, ob wir eine so formalisierte Downtime-Phase wirklich haben wollen. Weiß, dass es in einigen Spielen gut funktioniert, dass solche Spiel im Spiel quasi ausgelagert wird. Also gerade diese erste Kameradschaftsphase in der eine Ring, die halt zwischen den einzelnen Abenteuern passiert. Meinetwegen auch sowas wie das formalisierte Reisesystem in Splittermond. Also die Möglichkeit quasi die Zertskala ein bisschen umzuschalten und dann zu schauen, quasi das Ganze mit ein paar Würfelwürfen und ein bisschen summarischem Erzählen abzuhandeln. Gerade bei den sozialen oder bei den Intrigen, die man spinnt, sicherlich ganz gut erklärt, wäre es ganz gut zu erklären, was man eigentlich mit den eingesetzten Punkten gemacht hat. Das sollte dann auch durchaus je nach Würfelwurf oder je nach eingesetzten Punkten völlig in Spielerhand liegen, dass sie halt eben wirklich sagen können, das ist so und so abgelaufen. Ich habe meine 7 Punkte in Intrige bei den
bei der benachbarten Alchemistengilde eingesetzt. Dafür habe ich jetzt mit der stellvertretenden Chefalchemistin irgendwie eine Forschungskooperation eingegangen. Und wie das gekommen ist, das ist folgendermaßen gewesen. Dass man da halt ein bisschen das Brettspielige und das Erzählerische miteinander verbindet. Frage ist aber, ist das in der Summe als Mechanik wirklich gewollt? Weil sonst, man kann es natürlich auch in den eigentlichen Abenteuerverlauf einbauen. Meiner Meinung nach aber ist es halt besser, wenn man es ein bisschen getrennt hält. Okay. Es wird auch schon im Chat gesagt, so eine Phase ist, nur wenn sie optional ist, sowas aufgezwungen zu bekommen, finde ich immer anstrengend. Heißt es. Und ich habe direkt eine Frage. Also dir schwebt vor, dass man tatsächlich würfelt, ob die Dinge, die man in der Downtime-Phase macht, erfolgreich durchführt. Also beim Artefaktbau zum Beispiel, ja. Da habe ich ein großes Aber. Nämlich, das ist die große Frustration, die zum Beispiel auch schon mit du würfelst, ob dein Charakter sich verbessert, nachdem du Erfahrungspunkte angesammelt hast, einhergeht. Nämlich, dass man alles für die Katz gemacht hat und andere Leute durch pures Glück halt mit den gleichen Voraussetzungen in diesem Spiel halt was ganz anderes erreicht haben. Mhm. Also ich bin dann immer für ein Punktesystem bei sowas. Wir hatten aber vorneweg zum System schon gesagt, dass wir weitestgehend die Leute erfolgreich sein lassen wollen und nur gucken, wie erfolgreich sie sind. Und beim Artefaktbau zum Beispiel, was gibt es eventuell an guten oder schlechten Zusatzeffekten in diesem Artefakt noch drin? Das heißt, also dieses die Punkte ausgeben für die Katz ist natürlich wirklich frustrierend. Das will keiner. Ein reines Punktesystem ist halt sehr brettspielig. Also da hast du dann irgendwie Worker Placement. Ich setze meine Punkte in dieser Runde für XY ein, um dann da ein besseres Artefakt oder ein besseres soziales Standing rauszubekommen. Das, ja, also ich hätte gern zumindest fürs Flavor irgendwelche Zufallselemente drin. Aber ja, das soll halt möglichst immer ohne Frustration sein. Ohne Frustration sein. Also ja, eher ein, was genau kommt bei raus und nicht ein, ja, jetzt hast du aber versagt, weil würfeln. Mhm. Okay. Dann. Wo fangen wir an heute mit dem Basteln? Also erstmal mit der Entscheidung, ob es das überhaupt geben soll, wenn man das anders angeht. Wenn die Sache ist, wenn jetzt die Entscheidung fällt, nee, das machen, die Leute wünschen sich nicht oder du wünschst dir dann am Ende doch nicht diese Downtime-Phase, dann was machen wir dann? Genau, das wäre kontraproduktiv, da wäre ich frustriert, hätte meine Punkte dafür irgendwie vergebens eingesetzt. Ich würde aber trotzdem gern mal ein Stimmungsbild auch gerne irgendwie mit ein bisschen Text aus dem Chat, was die Leute draußen so von dem Prinzip einer separaten Downtime-Phase überhaupt halten. Also bislang ist es dieses, nur wenn sie optional ist, eine Sache. Und die andere, ich fände es gut, wenn nur solche Dinge in der Downtime sind, die sich nicht im Abenteuer abbilden lassen. Also langwierige oder repetitive Tätigkeiten. Und vielen Dank für das Abo, Aranzilip. Hier war noch mehr. Dex hat vorhin neu abonniert zum Beispiel. Dankeschön. Soll ich kurz einfach zwei Optionen machen? Okay. Ich sehe es auch irgendwie bei den Common Elk hat geschrieben, bei den langwierigen oder repetitiven Fähigkeiten, klar. Karten anfertigen, Bibliotheksnutzung ist
natürlich wichtig, auch wenn wir in der Form keine wirklich öffentlichen Bibliotheken haben. Wir haben Gildengeheimnisse der Handwerksgilden. Im Endeffekt sind ja alle SCs Mitglieder in irgendwelchen Handwerksgilden, auch wenn sie nicht unbedingt Handwerkerinnen oder Handwerker sind, sondern halt auch Wachaufgaben, Erforschungsaufgaben, Handel, was auch immer betreiben, sind halt irgendwie einer Gilde zugeordnet. Dinomancer schreibt auch, für manche Charakterhintergründe finde ich die spannend, für den Rollenspiel-Flow eher nicht. Soll ich in die Umfrage, die ich gerade mache, mehr als nur Ja und Nein Danke einbauen? Soll ich noch optional? Die Sache ist, ich meine, also zumindest ich behandle Rollenspielregelwerke ohnehin so, dass für mich alles optional ist. Aber ist die Frage, ob man das extra dran schreiben will. Oder ja, auf jeden Fall. Nur für tatsächlich, wie es gesagt wurde, nur für repetitive Tätigkeiten und irgendwie ein Nee, brauche ich nicht. Nicht unser Stil oder was auch immer. Ja, was Chronic Ironic schreibt, ist halt auch, wollte ich gleich auch noch zukommen, dieses Gefühl, ein Teil der Welt zu sein. Okay, Umfrage läuft. Es soll ja auch die Welt sich weiterentwickeln. Wir hatten ja gesagt, sie ist im Endeffekt präapokalyptisch und steuert auf die nächste Nebelflut zu. Und im Groben und Ganzen ist es Aufgabe der SCs, halt die möglichst viele Leute aus der Stadt gut durch die nächste Nebelflut zu bringen. Weil verhindern, das klappt sowieso, das ist wirklich ein kosmisches Ereignis. Aber Wissen zusammenzusammeln, dass man die Leute gegen Nebelwirkungen impfen kann, einen Schutzschirm gegen den Nebel bauen, die Leute zeitweilig in ein riesiges Luftschiff zu verfrachten. Lauter so Sachen, die halt schon ja, Forschungs- und Bauprojekte sind. Und dafür muss man aber unten aus den Kellern halt altes Wissen geborgen haben. Oder feststellen, dass bestimmte Monster da unten halt ja, nebelimmun sind. Und man guckt, ob man vielleicht irgendwie aus deren Blut mit den Methoden der Alchemie halt eine entsprechende, sei es Impfmethode oder dass man die Leute in einen Tank mit verdünntem Monsterblut legt, um sie auch nebelunempfindlich zu machen. Ja, wir sind hier deutlich im Science-Fantasy-Bereich und natürlich gibt es da dann auch hässliche große Labors und ja, will man natürlich irgendwie in Tanks liegen. Das Hai war... Man will in Tanks liegen, das ist eine Grundlage der Gesellschaft. Okay. Die Abstimmung läuft. Wer in Tanks liegt, wird meistens besser. Weil es soll ja keine frustrierenden Erlebnisse geben. Also kommt man auf jeden Fall besser aus dem Tank. Sobald Tank im Spiel ist, wird alles besser. Okay. Okay. Die Abstimmung ist gleich vorbei.
gerade halten sich ja und nur für repetitive Dinge. Es gibt eine Zeichenbeschränkung für die Frage. Tätigkeiten hat nicht mehr gepasst. Für repetitive Dinge sie gleich auf. Nein, danke. Ganz knapp hat ja gewonnen jetzt mit einer Stimme Vorsprung. Das war meine. Das gilt das? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl... Das gildet. Lena ist wahrscheinlich zu beschäftigt, um bei sowas mit abzustimmen, wenn ich anschaue, wie es vorangeht. Du hast abgestimmt. Wow, Multitasking. Ja. Lass uns mal kurz einen Blick drauf werfen, was deine Straße gerade macht. Ich glaube, man erkennt schon ein bisschen was. Ja. Treppen, ganz viele Treppen erkenne ich. Ja. Ja. Wir haben rechts. Eine dunkle Stelle, aus der irgendwas kommen könnte, wo auch bereits schon ein vordefinierter Fleck ist, wo vielleicht irgendetwas Gräußliches sitzt. Ganz genau. Okay. Ich finde schön, dass die Häuser alle unterschiedliche Farben haben. Das ist irgendwie... Schauen gleich nochmal ein bisschen. Das wird jetzt immer definierter mit der Zeit. Sieht gut aus, sagt der Chat. Das freut mich. Es ist am schwierigsten am Anfang erstmal ein bisschen die Perspektive zu haben, aber die haben wir jetzt so ziemlich. Von daher kommen gleich die kleinen Wesen, die kleinen freundlichen Untermieter, die aus ihren Höhlen gekrabbelt kommen. Okay. Und dann ändern wir die Stimmung von dem Bild auch noch ein bisschen. Aktuell ist es noch etwas sehr freundlich. Mhm. Ich denke, das wird gleich ein bisschen düsterer noch. Ah, sehr schön. Zu freundlich für die Präapokalypse. Okay. Dann. Also, die Leute plus Thomas Römer stimmen für, ja, es gibt eine Downtime-Phase. Dann wäre das damit schon entschieden. Und aber du kannst trotzdem, oder ich kann es machen, du hast den, bei mir sind nämlich gerade schon wieder verschwunden, den Überblick über die Abstimmung kurz in das Dokument eintragen. Okay. Wo soll ich es hinpacken? Da ist ja der eine Spiegelstrich, sollte es also eine dedizierte Downtime-Phase geben. Genau. Dann kann ich unten drunter ja schon mal weitermachen. Weil meine, nur für repetitive Tätigkeiten ist ja dann tatsächlich auch schon relativ eindeutig, wenn auch weiter Platz. Ich hätte halt als Vorschläge, welche Tätigkeiten es sein sollen, gesagt, dass wirklich das komplexe Ausheilen, zum Beispiel, indem man sich in irgendwelche Tanks legt. und genau wie irgendwelche Alchemistinnen oder Feinmechanikerinnen ist natürlich auch die Heilzunft im Endeffekt eine Handwerksgilde. Beziehungsweise, das ist die Gilde, die sich um das Leben kümmert, was sowohl Gärtnerei als auch Heilung beinhaltet. Sich in deren Obhut zu begeben, wenn man zum Beispiel beim Erkunden der unteren Etagen in eine hässliche Nebelpfütze gefallen ist. Weil das kommt halt vor, wenn so von der letzten Nebelflut, dass irgendwo Sachen nicht wirklich abgelaufen sind und dann doch das Unglück hat, mal da reinzukommen. Oder irgendeine Monstrosität ist nicht etwa nebelimmun, sondern völlig nebelaffin und bespuckt einen mit einem Strahl hässlichem, mutierendem Nebel.
Und sowas deutlich schwerwiegenderes auszuheilen, ist halt schon eine komplexere, längere Angelegenheit. Ja, dann das Klassische, wofür Handwerkscharaktere immer wieder da sind, die plus irgendwas Waffen basteln oder die plus irgendwas Waffen des irgendwas. Also irgendwie ein plus 7 des Monster-Levitierens oder immer. Das sind klassische Standard-Artefakte. Das ist wirklich eine dieser repetitiven Tätigkeiten. Würde ich sagen, die gehört schon sehr typisch in der Down-Phase. Okay. Ich glaube, mit den Tanks hast du dir irgendwie... die Tanks finden Fans im Chat übrigens. Und also tragbare Tanks, in die man zwischendurch Dinge legen kann. Also, ich habe jetzt das Gefühl, dass sehr viel in dieser Stadt mit Tanks gemacht wird. Na, wenn viel irgendwie über Alchemie läuft, hast du entweder kleine Fläschchen, in denen Sachen drin sind, aber wir hatten ja schon auch gesagt, gerade irgendwie das Übertragen von Fertigkeiten ist halt eine, ich sag mal, ganzheitliche Angelegenheit. Und da bieten sich natürlich halt die Tanks an. Außerdem geben Sie gute Bilder ab. Vielleicht kann Lena ja demnächst mal Leute im Tank malen. und ich glaube, ich habe es, glaube ich, die letzten Male schon gesagt, ich spiele momentan recht viel Final Fantasy XIV, was ja auch im späteren Verlauf sehr stark Science Fantasy-lastig wird. Da sind auch Tanks. Das prägt mich vielleicht gerade, aber die sind eigentlich schon älter, die Vorstellung. Tragbare Tanks, nicht die dümmste Idee, aber eventuell einfach unten in den Kellern oder noch unter den Kellern, in den Höhlen oder in den Fernenhöhlen oder im Fundament des Berges. Tanks dahin zu bekommen, könnte schwierig werden. Dafür gibt es ja Abenteurer. Also. Und ja, ich meine, den Tank, den man irgendwie zurücktragen muss, nachdem er genügend getankt hat, ja, gut, den. Grünleuchten. Grünleuchten ist für viele Sachen auch immer wichtig. Aber leuchtend grün ist halt gerne auch ein Zeichen für Gift. So eher ein freundliches, schimmerndes Grün, gerne mal Heilung. Aber in letzter Zeit ist seltsamerweise Blau halt sehr positiv besetzt. Blau beruhigt, Thomas. Und außerdem irgendwie die gesamten Marvel-Superhelden haben irgendwelches blaues Zeugs infusioniert. Also das Superhelden-Serum. Die aktuell kinoprägenden Tanks sind eher blau, fürchte ich. Finde ich aber auch gut. Nehmen wir halt blau. Ja, beziehungsweise ich meine, der OG, hier packen wir Leute zur Heilung rein, Tank aus Star Wars, war auch blau. So. Mhm. Alles besser mit Bacta. Aber wenn du vorhin gesagt hast, irgendwie Mutationen beseitigen, man kann die wieder loswerden? Ja, aber schwierig. Okay. Also halt tatsächlich dieses berührt werden ist, wenn es sehr heftig ist, halt schon eine Sache, die einen in die Nähe des Todes bringt. Gar keine Frage. Vielleicht auch darüber hinaus. Man sollte vielleicht wirklich überlegen, innerhalb der Gruppe zwei Tees anzuziehen. Also es geht immerhin gegen die Apokalypse und was wichtig ist, the mission. Above all, the mission. Halt Wissen zusammenzutragen, die Leute zusammenzuschweißen, dass sie gemeinsam gegen die Katastrophe stehen.
da kann jetzt Einzelne auch durchaus mal erwischen. Und leichtere Mutationen will man vielleicht gar nicht loswerden, weil sie unter Umständen auch positiv sind. Okay. Die meisten werden eher negativ sein, aber es gibt auch durchaus positive oder als positiv empfundene Mutationen und da muss man sich dann ja nicht unbedingt in die Obhut der Heilgilde begeben. Die behält man dann. Aber es gibt trotzdem einen sozialen Nachteil, wenn man mutiert ist, oder? Ja, wenn man offensichtlich mutiert ist, ja, sollte es geben. Sicher nicht so schlimm wie bei Warhammer, wo man dann gucken muss, dass einen kein zweischwänziger Komet erschlägt. Aber gerne gesehen ist das nicht. Vermutlich gibt es bei den Superreichen natürlich die klassischen weggeschlossenen Verwandten, die sich halt irgendeine Mutation, sei es beim Experimentieren mit Nebel, sei es auf, die machen auch durchaus wagemutige Expeditionen, weil die wollen ihr Wissen ja auch vergrößern. Also zum Beispiel, wenn sie die sechste Spezies irgendwo aus dem Keller bergen wollen. Und da gibt es bestimmt Leute, die nicht der Öffentlichkeit. Die superreichen Superhelden sind ja Superhelden. Ich muss mal kurz fragen, bevor ich hier weitermache. Mhm. Die Sonne scheint aber schon durchaus, weil ich hier gerade in so Richtung Sonnenuntergang gehe. Das kann ich natürlich ändern. Also grundsätzlich gibt es so etwas wie einen Tagesverlauf, ja. Auch wenn wir gesagt hatten, dass es vermutlich, mal gucken, wie sich das vernünftig beschreiben lässt, aber es sich um einen großen Mond handelt, auf dem wir spielen, der um einen riesigen Gasplaneten kreist. Wer jetzt an Pandora aus Avatar denkt, denkt in die richtige Richtung. Also ich dachte an Yavin 4. Was? Dann suche ich doch einfach eine Nachtszene hier raus. Es gibt natürlich auch noch einen Waldmond, über dem irgendwie ein Todesstern explodiert. Es gibt eine Menge Monde. So. Ja, eine Menge große Monde. Und viele davon kreisen um Gasriesen, weil die dazu neigen, viele zu haben. Erstens neigen sie dazu, viele zu haben. Außerdem sehen sie cool aus. Ja. Mit ihren Wolkenbändern und eventuell noch Ringen drumherum. Und ich meine, dass die Strahlung in der Nähe von so einem Jupiter-Kollegen ziemlich übel sein sollte, ist ja bei uns bei der Science Fantasy egal. Das ist uns erstens egal und zweitens hat hier jemand Nebel gesagt. Okay. Das kann man einbauen. Weil wir hatten ja auch gesagt, irgendwie das Ganze hat ein sehr komplexes Gezeitensystem. Deswegen ist es schwierig, diese Nebelfluten vorauszusagen. Und die großen Nebelfluten könnten durch das regelmäßige Vorbeiziehen eines anderen großen Himmelskörpers oder einen kleinen, aber besonders schweren und nicht gut sichtbaren Himmelskörpers ausgelöst werden. Wo wir hier, es ist klein, hat große Masse und ist nicht gut sichtbar. Was könnte das sein? Was könnte das sein? Stell die Frage doch mal im Forum, also im Chat. Nein, musst nicht. Ja, und hat es Strahlung, das nach einem größten Physiker des 20. und 21. Jahrhunderts benannt wurde? Ja. Ich habe eine Schwäche für schwarze Löcher. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde die faszinierend. Aber das ist wahrscheinlich ähnlich wie Dinosaurier. Sobald man weiß, dass es sie gibt, dann sind sie spannend. Ich muss erst Dinosaurier sind eigentlich immer spannend. Wer weiß, was sich unter dem Nebel verbirgt, aber vermutlich sind die Dinosaurier dann da alle irgendwie mutiert.
Entschuldigung, eine der Antworten: Es ist klein, hat große Masse und ist nicht sehr hell, war deine Mutter. Das ist so doof. Natürlich muss da irgendwie. Die Antwort ist: Ein Zwerg ist auch, wird auch genannt. Es wird sich auch entschuldigt für den Deine-Mutter-Witz, was ich gar nicht nötig finde. Ich habe mich amüsiert. Ein Zwergen-Shinobi ist natürlich auch immer was. Das kleine, große Wasser und der schwer zu sehen. Und dunkle Materie wäre viel gruseliger. Vielleicht ist diese Welt der Gasriese. Vielleicht ist der Nebel, der raufkommt also und runterkommt. Eine Ansammlung dunkler Materie oder das Ganze geht durch eine Wolke dunkler Materie durch. Ja, gut möglich. Dex schreibt, ich mag Pulsare. Die sind jetzt aber schon zu sehen. Die sind schon zu sehen und man will da vor allen Dingen nicht im Strahlenkegel stehen. Die produzieren ja gerne mal irgendwelche Jets oder halt irgendwelche engen Kegel aus ihren Magnetfeldern, wo sie dann Umgebungselektronen, Ionen auf fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Und das ist dann wie, weiß ich nicht, im CERN im Beschleunigerstrahl zu stehen, will keiner. Es gibt ja den Fall tatsächlich von einem Mann, den ich im CERN, aber der in den Strahl eines Teilchenbeschleunigers reingelaufen ist in Russland. Ja das habe ich auch gelesen. Ja, sagte, es war, als wäre eine Supernova in seinem Kopf losgegangen. Er hat es allerdings tatsächlich überlebt. Mhm. Durch die dunkle Gasse gehe ich aber nicht allein, sagt der Chat. Kann ich verstehen. Wie schnell das ging jetzt von Sonnenuntergang zu dieser Nachtstimmung mit Mondlicht? Mhm. Ja, deswegen habe ich nachgefragt. Noch konnte ich es nämlich problemlos ändern. Ein Vorschlag. Ja. Ich wollte nur sagen, ich schaue, ob wir irgendwo eine Lichtquelle eventuell gebrauchen könnten. Aber das probiere ich noch aus. Ja, eventuell könnte ja aus der rechten Ecke irgendwie auch noch Licht rauskommen, damit die Monstren fiese Schatten werfen. Ja, da brennt irgendwo eine Mülltonne. Wenn das Licht direkt das ist von rechts sehr urban. Wenn das Licht direkt von rechts kommen würde, hätten wir eventuell das Problem, dass die Tierchen im Schatten ständen. Also dann hätten wir hier das Licht, was kommt. Dann wäre es hier angeleuchtet und hier wäre. Ja, jetzt habe ich die falsche Ebene. Nee, habe ich nicht. Hier wäre der Schatten. Zoom mal etwas ran. Wenn wir jetzt hier das Gesicht hätten. Ja, ich verstehe. Das wird man nicht mehr sehen. Genau, das lag hier halt auch alles im Schatten. Ich habe hier gerade ein bisschen Ebenenchaos, sonst könnte ich das besser zeigen. Es wird vorgeschlagen, blaues Leuchten aus einem Keller. Was macht das? Heilen, Thomas, das haben wir schon geklärt. Nein, es leuchtet blau. Ja, ich weiß. Aus einem Alchemielabor leuchtet es blau. Und ein weiterer Vorschlag für ein massereiches Objekt, das die Nebelflut auslöst, ist die. Das Wrack eines Supersternzerstörers, ja. Ja, oder einer großen Raumstation, die mondähnlich sein könnte. Aber das ist kein Mond. Auf jeden Fall etwas, was kein Mond ist, aber solche Auswirkungen haben kann. Kann ja durchaus ein Raumschiff mit Tarnvorrichtung irgendwo rumgondeln. Das ist auch schwer zu sehen, habe ich mir sagen lassen. Ja, das ist schwer zu sehen, aber nicht unbedingt schwer. Also. Und wenn es tiefer gelegt ist? Ein Raumschiff tiefer gelegt, ja. Ja. Ich habe zumindest mal irgendwo in ein Abenteuer den Witz reingebracht, dass die Sänfte tiefer gelegt ist, weil man Leute mit kurzen Beinen engagiert hat, sie zu tragen. Also er hätte gesagt, jetzt irgendwie das eine von Zwergen getragene Sänfte. Ja, im Endeffekt, ja. Eine Dyson-Sphäre. Die wäre ein bisschen groß.
Eine Dyson-Sphäre hat ja per Definition eine Sonne drin. Erstens das und zweitens besteht eine Dyson-Sphäre in erster Linie aus der Hülle, der Sonne und nichts da drin. Weil meistens hat man zum Bau dieser Dyson-Sphäre dann alles, was drin war an Jupitern, Saturnen und Ähnlichem, einfach verbaut. Und man braucht dafür halt schon eine ganze Menge Material oder Energie. Dann hat man die halbe Sonne dafür aufgefressen. Gibt es doch Überbleibsel der Kultur, die die Bewohner auf dem Planeten abgesetzt hat? Also das ganze Gewitzel mit den Raumschiffen und dergleichen geht ja schon in die Richtung. Also es geht schon in die Richtung und wir hatten ja auch vorneweg gesagt, dass die innerweltlich weiß man es nicht, aber außerweltlich ist es so, dass natürlich vor einigen 10.000 Jahren vielleicht sogar dieser Tafelberg als Stützpunkt einer Expedition ausgewählt wurde, die nicht von diesem Planeten oder Mond stammt. Übrigens, hallo, liebe Raider von Jivatski. Hallo, Steffen. Wie war Shadowrun? Sollte es nicht heute das Finale sein von eurer Kampagne? Und der Chat fordert blaues Licht irgendwo. Also fordert im Sinne von, wir wollen blau, wir wollen blau. Niemand muss dem nachgeben, aber ich glaube, Leute fänden es gut. Fast das Finale habt ihr geschafft, aber es war sehr schön, sagt Steffen. Cool. Schön, dass ihr noch vorbeikommt. Wir bauen hier an einem neuen Rollenspiel zusammen mit dem Thomas Römer, der das schon ein paar Mal gemacht hat, Rollenspiele bauen. Wie zum Beispiel Splittermond, wie zum Beispiel anderthalb Editionen von Das Schwarze Auge. Und wir schauen gleichzeitig zu, wie die Lena hier eine Gasse in diesem Setting baut. Da kommen nette Viecher rein. Und wenn der Wille des Chats geschieht, blaues Licht. Blaues Licht. Ich sag mal, warum ich aktuell nicht zu blauem Licht tendiere. Ich kann das gerne ändern. Aber dadurch, dass das ganze Bild in kalten Farben gehalten ist, haben wir halt durch das warme Licht hier halt so einen kleinen Fixpunkt, wo man halt eher drauf guckt. Mhm. Und wenn wir hier die Kreatur nachher noch reinzeichnen, dann haben wir halt den Fokus auf ihn. Ja. Da das aber sowieso der hellste Punkt hier ist, kann ich es auch verknausern, wenn wir das blau machen. Das kann ich aber ganz. Ja, es muss ja kein aggressives Blau im ganzen Bild sein, sondern irgendwo noch ein Fenster zu einem Alchemielabor. Das muss ja gar nicht großartig irgendwie auf die Straße scheinen. Also die Idee mit dem Spotlight auf dem Monster finde ich gut. Ein Vorschlag zur Güte. Vielleicht kann ja der Grund, warum die Monster da rausgekommen sind, sein, dass da irgendwie ein alchemistisches Fläschchen, das blau glimmt, ist, an dem rumgenagt wird oder so. Dann könnte man noch die Fratze von einem von den Viechern blau anleuchten, von unten, von dem Fläschchen aus oder so. Von unten natürlich. Von oben ist ja normal. Von oben kann jeder angeleuchtet sein. Ja, aber sobald du von unten angeleuchtet wirst, neigst du ja dazu, ständig irgendwie zu sagen. Das gehört sich doch so, wenn man von unten angeleuchtet wird. Wirst du automatisch zum Cartoon-Bösewicht. Ja. Ist mir noch nie passiert. Dann habt ihr gute Beleuchtungen im Studio. Nein, ich war ja durchaus auf Lab auch schon Bösewichtin, die durchaus auch mal von unten beleuchtet wurde. Aber dann habe ich eher Leichen erhoben. Und weißt du, Nekromanten sind hart arbeitende Leute, die haben keine Zeit für lange Monologe und böses Lachen. Genau. Ein blaues Knickfläschchen, ja genau. Das hatte ich jetzt letztens gelesen, von wegen keine Zeit für Geschwätz. Irgendwie, es heißt Moin. Moin, Moin ist bereits geschwätzt. Ja, das habe ich mir auch sagen lassen. Wir waren ja auf der, ganz kurz nur, auf der Heizkon Süd, auf der Insel Pelvorm. Und da sagen die Leute nur Moin. Mhm. Auf einer nordfriesischen Insel. Aber alle sagen es, ja. Und ich habe auch gelernt, wenn man da wohnt und andere Leute ausnahmsweise mal nicht grüßt, wenn man beim Autofahren auf der Insel unterwegs ist, dann wird man von denen dann darauf angesprochen, ob alles in Ordnung ist. Oh. Okay. Wie viele Leute leben auf Pelvorm?
Da fragst du mich jetzt was. Also, vielleicht. Tante Gogol. Es ist die größte der Halligen, oder? Ich glaube. Ist das überhaupt eine Hallig? Ist, also, ja. Beziehungsweise es gehören auf jeden Fall Hallige zu der Gemeinde Pellworm dazu. Und es sind 1228 Einwohner, Stand 31. Dezember 2021. Gibt nicht am Anleger irgendwie so klassisch wie bei Westernstädten irgendwie Einwohnerzahl zwischendrin immer mal wieder durchgestrichen. Nicht, dass ich es bemerkt hätte, die dreimal, die ich jetzt auf der Insel war, kann sein. Ja. Wo wird dann der wirkliche Heinz Korn Nord stattfinden? Bleibt ja nur noch Sylt, Flensburg. Dänische Grenze. Mhm. Dänemark. Ja, oder also Dänemark. Man ist ja nicht irgendwie auf Deutschland angewiesen. Oh, es kommt rein, noch eine Downtime-Fähigkeit Stadtform Stadtmagie. Also, dass man das noch mit reinnehmen sollte. Nicht nur alchemistische und Artefakte-Sachen bauen, sondern, so blöd es klingt, den Balkon an seinem Haus bauen. Das war in einer Kampagne, die wir gespielt haben, zugegebenermaßen Humblewood, was ja eher ein bisschen niedlich ausgerichtet ist, war das die Charaktermotivation für eine der Figuren, dass sie verdammt nochmal endlich ihren Balkon wollte. Und er wurde nicht genehmigt von der Gemeinde, bis nicht die Quest zu Ende war. Aber das ist tatsächlich einfach für den Flavor, finde ich das gut. Mhm. Und halt sich länger mit der Stadt auseinandersetzt, um einen zusätzlichen Kellerraum zu bekommen. Oder die Dekoration von diesem völlig überkandidelten Barockkrams mal auf klare Linien zu ändern, weil ich sage euch, das wird der neue Trend, so wahr ich Le Corbusier heiße. Okay. Die Bauhausbewegung muss losgetreten werden. Ich habe da tatsächlich dann kurz gerade eine Frage. Gibt es auch oder ist angedacht, dass es sowas wie ein, ihr habt euer gemeinsames Hauptquartier gibt? Weil es ist ja schon durchaus auch ein Setting, du sagtest ja, das heißt irgendwie ein Standard-Quest-Format sein sollen oder sowas. Und wenn man, gerade auch wenn man so ein konzentriertes Stadtsetting hat, macht es ja Sinn, dass die Leute irgendwo wohnen, die man spielt. Mhm. Fände ich gut. Also ich hätte schon gedacht, dass die Gruppe auf jeden Fall als Einheit agiert, auch diese Downtime-Sachen, dass es da Gruppenfunktionen auch gibt, die halt allen Leuten in der Gruppe nützen. Dass man zusammen wohnt, ist je nach Vorlieben der Leute. Man ist ja, mag sein, dass die Flieger in der Gruppe, wo ganz anders wohnen wollen als die Grabe. Ja, beziehungsweise das ist dann eine Immobilie, beziehungsweise ist es in dieser Stadt dann nicht eine Semimmobilie? Na, also sie verändern sich. Es ist keine Immutabile, sondern eine Mutabile Immobilie. Okay, eine mutabile Immobilie. Eine mutabile Immobilie sein, die für alle Stückchen für Stückchen geeignet sein muss. Also ich muss sagen, dass ich wie sagt man das im Deutschen, im Englischen? Das ist einmal Sucker vor. Dieses so, ich habe da eine absolute Schwäche für so kann man sagen. Ich habe eine absolute Schwäche für so Found Family-Themen. Und dazu gehört irgendwie schon auch dazu, dass die Leute irgendwie zumindest einen gemeinsamen Lebenszentrumsplatz haben. Ob sie jetzt wirklich alle zusammen wohnen, aber dass es zumindest einen Ort gibt, einen Versteck, eine Bandenbude. Einen typischen Hideout, ein Safehouse. Ein Büro, wie gerade auch vorgeschlagen wird. Die Gruppe muss ein Gewerbe anmelden und Steuern machen.
Oder halt tatsächlich, weil ja alle Leute irgendwie irgendeine Form von Gildenzugehörigkeit haben, natürlich ein Laden. Von den Gilden zugeteiltes Lagerhaus mit Werkstatt und Büro und einer Landeplattform für die Flieger. Ja. Mhm. Also sowas bestimmt. Dann wäre nämlich so ein guter Teil von Downtime-Aktivitäten kann sich ja dann auch damit beschäftigen. Ausbau des Hideouts. Ein Schrottplatz, auf dem ein Bauwagen steht. Die Kneipe um die Ecke. Eine Haus-WG. Alle gehen in dieselbe Pizzeria, in Anführungsstrichen. Wunderbare Ideen. Ja, das passt dann hier zum mediterranen Thema. Und die Pizza, in den ersten Abenteuern wird die Pizzeria von irgendwelchen fiesen Monstrositäten belästigt, die aus dem Keller kommen, die wir gleich irgendwie sehen werden. Okay, ich würde das mal als Vorschlag in, ja, in gerne. Das Dings reinschreiben. Vorschläge Chat und ich weiß nicht, lassen kann, irgendwie meine Finger von Worldbuilding zu lassen, das in meinem Sichtfeld stattfindet. Hauptquartier. Ja, da kann man tatsächlich Punkte, die man vielleicht in Stadtmagie gesammelt hat, aber auch soziale Punkte drin einsetzen. Ja. Und wenn es nicht nur Fluff sein soll, sondern spielrelevant verwertbar, wird dadurch dann vielleicht das Labor aufgewertet und gibt einem extra Punkte bei Alchemie. Oder aber da kommen halt dann wichtige Leute gerne mal vorbei, um die Heldinnen und Helden zu bitten, was Besonderes für sie zu tun, weil das jetzt ein bekannter Ort geworden ist. Andererseits werden die Leute dann natürlich auch ein klein bisschen mehr Zielscheibe. Da muss man die Stadt vielleicht auch drum bitten, Gebäude dann ein bisschen fester zu machen oder einfach der Stadt sagen, wenn jemand, der uns ganz eindeutig übel will, in den zwei Straßen drumherum irgendwie rumschleicht, sag uns bitte Bescheid. Man, das ist eine der Hauptfähigkeiten der Stadt, nämlich Kommunikation zu ermöglichen. Die Stadt ist halt wirklich weit ausgedehnt und also jemanden Vermisstes finden, indem man die Stadt fragt, ist vermutlich die beste Lösung. Viel besser als hunderte von Leuten loszuschicken und jeden Keller zu durchkämmen. Das ist so ein bisschen wie Computer finde Lieutenant so und so. Lieutenant so und so befindet sich nicht mehr an Bord des Schiffes. Also, solange jemand in der Stadt ist, kann man ihn finden. Und wenn die Stadt die Person nicht finden kann, heißt es, jemand hat sie vom Tepuji gekickt. Oder hat sie in ein antimagisches Feld gepackt. Oder sie ist halt wirklich in den Keller gegangen oder in die Höhlen gegangen. Und da unten gibt es nur ganz wenige Auswüchse der Stadt, die halt weiter nach oben führen. Die kann man nutzen. Wenn man sowas findet, könnte man das zum Beispiel nehmen, wenn man da im Keller verschollen ist. Hand dran legen und einen Hilferuf aussenden. Aber wie gesagt,
den meisten Expeditionen steht das dann halt nicht mehr zur Verfügung. Das ist dann halt auch, das ist halt eine der Beschränkungen der Stadtmagie. Die Magie über diesen, ich sag mal, verdünnten Nebel, was halt diese magische Substanz ist, die hat halt das Problem, dass sie risikoreich einzusetzen ist. Wenn du sehr viel dieser Kraft umsetzt, könnten bei dir Mutationen auftreten. Die Magie in Artefakten und Alchemie hat begrenzte Anwendungszahlen. Und die Stadtmagie reicht einfach nicht überall hin. Das wären so die Sachen, wie ich es ein bisschen balancen würde. Mhm. Okay. Aber oben in der Stadt ist jemand, der sich mit Stadtmagie auskennt, wirklich prima aufgestellt. Ich finde das faszinierend. Lena hat hat rechts eines der Biester gezeichnet, dann hat sie es nach links rübergepackt, dann hat sie rechts ein zweites Biest gezeichnet, dann hat sie das rüber. Nee, ich spiegel hin und wieder. Oh, kurz. Okay. Aber ja, ich habe es rüber kopiert, damit ich die Proportion beibehalten kann. Also, ich muss hier ja effizient arbeiten. Entschuldigung. Wir wollen am Ende ja auch was hier fertig. Ja, aber das ist halt auch was, wo man sieht, wie halt wirklich klassische Methoden und Computerarbeit halt wirklich prima zusammenkommen. Ja, also dass man Dinge einfach nur mit einem Knopfdruck flippen kann, ist, glaube ich, sehr praktisch. Ja, wenn man traditionell zeichnet, braucht man einen Spiegel dazu. Ja. Also das wird auch getan, aber halt ein bisschen umständlicher. Ja. Und es werden sechsbeinige Ratten, ist jetzt inzwischen meine Interpretation von den Viechern. Mit schlimm zerbissenen Ohren. So war das Pitching, sage ich mal. Darf ich dann kurz, während wir der sechsbeinigen Ratte beim Entstehen zuschauen und ihren fransigen Ohren Thomas fragen, was so die Idee hinter den Viechern war? Einfach nur noch mehr Monster mit sechs Beinen? Oder? Zum einen noch mehr Monster mit sechs Beinen. Ich hatte auch gesagt, eventuell, wenn es irgendwie passt, noch ein drittes Auge. Ah, ja, klar, drittes Auge, natürlich. Einen Moment. Sie sollen aber halt die Rattenfunktion erfüllen. Oder die von Dire Rats oder was auch immer. Wie heißen Dire Rats im Deutschen? Das ist eine gute Frage, da es sie in der Realität nicht gibt. Schreckensratten? Ja, das wäre halt ein D&D-Begriff. Oh. Also das ist ein Dire Wolf, ist ein Schreckenswolf. Ja. Schreckensratten, sagt der Chat. Und natürlich sind das RVAGs, aber so groß, die sind schon ziemlich groß. Ja, die sind schon ziemlich groß. Ich kann die natürlich auch ein bisschen kleiner machen. Also es können ja auch RVAGs, Ratten von außergewöhnlicher Gliedanzahl sein. Oder sie sind echt fies drauf, Ratten von außergewöhnlicher Gemeinheit. Oh nein, jetzt habe ich hier wieder das Problem, wenn man ein Auge auf die Stirn packt, kann das theoretisch so aussehen, als... Oh Gott, ja, du hast recht. Ja. Das sieht schon ein bisschen zermonisch aus, finde ich. Das Problem hatte ich schon mehr als einmal. Ich packe ein Auge auf die andere Seite und hoffe, dass das... Aber gut, das könnte natürlich genauso auch sein, dass deren Mutationen halt irgendwie Asymmetrie beinhalten. Ja, jetzt wären sie einmal gegen die Wand gelaufen. Ja. Also es sieht auf jeden Fall, wenn man in sozusagen im Kopf das zurechtlegt, das sind zwei Augen, nur eins ist größer und komisch, dann sieht sie sehr wütend aus, sehr schief im Gesicht, also noch schlimmer als vorher. Ja. Okay, der Chat schlägt vor, irgendwie statt der drei Augen natürlich irgendwie auf die Spinnenschiene zu gehen und acht Augen. Entschuldigung, aber ja, doch, mehrere kleine Augen. Rattenscholle ist auch schön. Das eine Auge war da drüben, man da drüben. Ja, genau, da habe ich auch eben drüber nachgedacht. Ich kam nicht aufs Board. Ein Flunderratte, könnte man auch sagen. Wunderschön.
natürlich auch die Frage, wozu Augen? Ja, wir haben eine ganze, wie nennt man das dann hier? Eine nahmenschliche Spezies, eine Nebelspezies ohne Augen. Die Grabe. Mhm. Also Augen sind nicht eine Grundvoraussetzung dafür, hier mitspielen zu dürfen. Ja, wir hatten ja schon gesagt, bei den Grabern wird es dann halt interessant, ob sie lesen können. Ich glaube, oder sie speziell halt auch irgendeine Form von dreidimensionaler Schrift benötigen. Irgendein Brei oder ähnlichen Code. Oder wenn sie sehr gute Wahrnehmung mit ihrem Ultraschall oder Echolot haben, dass je nachdem, womit man auf dem Papier oder Papyrus oder Pilz, wir haben uns ja gar nicht, das meiste ist irgendwie auf Pilzbasis, im Pilzgeflecht, wenn man da mit einem metallhaltigen Stift schreibt, das dann anders reflektiert und dann die Graber auch zum Beispiel die Schrift erkennen können. Das ungeklärte Fragen. Es gibt von Andy Weir, der den Marsianer geschrieben hat, gibt es auch einen Roman mit einer Alien-Spezies, die halt tatsächlich durch Schallortung sich orientiert und die dann Probleme hat mit der menschlichen Technologie, die alles mit Licht darstellt, aber ein Gerät besitzt, das eben alles, was auf Bildschirme gerichtet werden kann und das dann halt nur so ein paar Millimeter erhoben die Kontraste darstellt. Mhm. Also dass alle Schrift muss auf jeden Fall dreidimensional sein für eine solche Spezies. Dafür können die bis zum gewissen Grad durchaus auch durch Wände durchschauen. Also schauen. Mhm. Mit ihrem Sinn Wände durchdringen und auch Qualitäten von Werkstoffen feststellen, die Leuten, die halt mit Licht schauen, verborgen bleiben, vorsichtig gesagt. Ist das in Hail Mary? Heißt das so auf... Also ich glaube, im Original heißt es Hail Mary und im Deutschen haben sie es der Astronaut genannt. Das Schiff heißt Hail Mary in der Geschichte, genau. Ja, dann habe ich es auf meinem elektronischen Pile of Shame aber noch nicht gelesen. Ich habe es mir als Hörbuch. Ja, das meinte ich mit elektronischem Pile of Shame. Ich habe es auch bei dem großen A geholt und... aber ich stelle fest, irgendwie weder Podcasts noch Hörbücher sind irgendwie so meins, weil ich leider einfach nicht die Zeit dafür habe. Also ich bügle nicht. Ich auch was? Nicht. Du auch nicht. Ich finde Hörbücher super. Ich, gut. mein Zeichnen richtig gut. Ich kann mir vorstellen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich tagsüber, wenn ich arbeite ich mit Text. Da kann ich mir keine Romane anhören. Schon gar keine Sachbücher. Wenn ich abends kreativ arbeite, genauso wenig. Bei Games lenkt es auch sehr ab. Das heißt, bei Kochvorbereitungen, bei Bahnfahrten und in der Badewanne. Und Tieren gehen ist noch sehr, da sind Hörbücher auch angenehm. Spazieren gehen? Ja. Ja, okay. Das sollte ich insgesamt sowieso etwas häufiger machen. Angeblich tatsächlich das Beste, was man machen kann, um Ausdauer und aufzubauen und Energie zu verbrennen. Einfach lange spazieren gehen ist wohl das Gesündeste, was man machen kann. Leider auch zeitaufwendig. Ja, lange und nicht zuschlendern, sondern schon irgendwie, ja, nicht stramm wandern oder stramm marschieren, aber schon mit ordentlichem Schritt, ja. Oh. Dann mache ich das falsch. Ich gehe sehr langsam. Ich sage immer, alles ist besser, als gar nichts zu machen. So. Ja, die peitschenden Haare. Die sehen wunderbar knittrig aus, die Viecher. Ja, die sollen sehr schön. Ja, so Nacktratten. Nee, ist der Pelz. Das Pelz angedeutet. Ja, die Beinchen werden, die kann ich schön nackig machen. Das sieht nämlich auch immer sehr kränklich aus, wenn da Stellen vom Fell fehlen.
Es wird mehrfach gefragt, wie es mit einer Duftsprache für Graber, Duftsprache und Schrift für Graber aussieht. Das macht es natürlich schwierig, mit anderen Spezies zu kommunizieren. Also bisher hatten wir, glaube ich, gesetzt, sie reden und hören ganz normal, nur sie haben halt keinen Augensinn. Mhm. Und also sie haben auch durchaus einen feinen Tastsinn, um auch feinste Details zu erkennen, aber Duft oder die auf chemischer Basis die Sachen hatten wir eher den Bastlern zugeschrieben. Und zwar so sehr, also dass sie tatsächlich so feine Nasen und Geschmacksknospen und so was haben, dass sie auch leicht mal von irgendwelchen Gestank oder Säure oder sowas auch überwältigt werden. Also dann wirklich wie geblendet quasi. Wir kriegen Grüße von den Weltenbastlern. Grüß zurück. Das ist ein Webring und ein Forum, wo ich sehr lange ziemlich aktiv war. Und zu meiner Schande seit einer Weile nicht mehr. Aber da habe ich auch eine Menge coole Projekte kennengelernt und in meinen eigenen so die ersten Babyschritte gemacht. Eine Magiergilde, die sich darauf spezialisiert, Mutationen aus Personen- und Familienlinien zu heilen. So, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Mutationen heilbar sind. Und dann gibt es vermutlich eine Gilde, beziehungsweise ein Zweig der Heilergilde, der so etwas anbietet. Ja, wobei... Ich wollte gerade sagen, das ist Thomas Denker-Gesicht, aber es ist eher Thomas Denker-Kinn. Immer wenn du so einen Moment brauchst, um Dinge in deinem Kopf zurückzulegen, den Kopf nach hinten. Ja. Schaust du zur Decke. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das bei den Lex Lindners gibt, weil sie irgendwelche Reinheitsvorstellungen haben. Oder vielleicht, weil sie sich auch mittlerweile ob ihrer psionischen Fähigkeiten als oder Superheldenfähigkeiten als siebte Spezies sehen. Dass man da irgendwie versucht, die Blutlinie besonders reinzuhalten, kann ich mir vorstellen. Aber das, also kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das wäre natürlich nach allen Vorstellungen, die wir so haben, schon ein Evil-Trait. Mhm. Irgendwie Rassenreinheit ist halt gerade in einem wirklich so speziesgemixten Setting. Nur für die Arschlöcher. Nur für die Arschlöcher, ja. Dass wir uns da einig sind. Also ich muss sagen, dass diese Rattengesichter sind jetzt langsam die kleine, die du da oben schon mal kurz angefangen hast, echt geeignet sind, Trypophobie auszulösen, denke ich. Oh. Was ein Lob ist, sie sind sehr creepy. Trypophobie hat was mit vielen Augen zu tun? Trypophobie ist Angst vor so schwammartigen Strukturen mit vielen Löchern. Ach, vor Löchern, genau, ja. Okay. Darth Edith hat, glaube ich, schon 5 oder 6 Mal gesagt, er findet, die Ratten sollten Raptor-Klauen sein. Ich habe das hiermit jetzt mitgeteilt. Ja. Offensichtlich ist Darth Edith damit auch allein. Die sollten... Nicht, dass ich jetzt genau wüsste, wie Raptor-Klauen aussehen, weil Raptor gibt es ja nur wirklich viele. Ich bin mir ziemlich sicher, dass damit eher der Deinonychus gemeint ist. Obwohl, ja. Ich meine, der Velociraptor sieht ja sehr ähnlich aus, nur dass er kleiner ist und niedlicher. Ja. Die Idee jetzt gar nicht so schlecht. Ich probiere es einmal kurz aus. Wenn von den Krallen her also war ich ja sehr angetan von den Laufvögeln, die wir für Myranor gebastelt hatten, die auch ein sehr brutales Klauenwerk hatten. Die ist jetzt so, dass sie normale Zehchen haben und eine dicke Raptorkralle. Verstehe ich das richtig?
Das sieht fies aus. Ich glaube, mit Raptorkralle ist so eine Daumenkralle vor allen Dingen gemeint, die halt eben so in Körpernähe, also an dem, was der Daumen wäre, angebracht ist. Aber vielleicht habe ich das auch falsch interpretiert. Ah, der Velociraptor hat diese Kralle eigentlich gar nicht. Es hat doch nur der Deinonychus, diese richtige Jurassic Park-Kralle. Die klick, 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 Kralle. Ja. Man hört sie, wenn die sich bewegen. Mhm. Ansonsten wäre natürlich an den Hinterläufen irgendwie ein Sporn. Ja. Vielleicht auch noch mal. Ja, aber Hühnerkralle klingt nicht so cool. Bevor wir uns gänzlich irgendwie bei Krallenbehandlung irgendwie festhängen. Ja. Wie geht man jetzt an das Design von dieser Downtime-Phase ran? Wir haben beschlossen, es gibt eine, und wir haben ein paar Ideen, welche Dinge in der Downtime-Phase gemacht werden. Zum Beispiel seine Züchtung vieläugiger Raptorratten voranbringen. Weil man möchte noch eine neue Fellfarbe, also aus den gescheckten und den getupften Gesellen lassen sich da sicher noch gestreifte züchten. Wenn man sie zusammen in einem Mistbeet einpflanzt, eventuell, ja. wenn sie Blüten bekommen, muss man die eine mit der anderen befruchten. Mhm. Wir haben noch vor 23 Uhr, wir reden noch nicht über Befruchten. Also der Stream hier ist generell als ab 18 gekennzeichnet, glaube ich. Insofern okay. Können wir über Befruchten reden. Solange wir es nicht vor der Kamera vormachen, ist alles gut. Gut, wir können über Bienen und Blumen reden, ja. Ja. Ich hätte gedacht, dass man einfach da große Vorschlagsliste, was man macht. Was kann man tun? Mhm. Im Handwerksbereich, im Intrigenbereich, im Wellnessbereich, was auch immer. Und dazu dann einfach schreibt, was es kostet an XP, die man dafür einsetzt, an eventuell Wissen, dass man, oder das wäre eine Bedingung, Wissen, dass man dafür haben muss, und dann auf welche Tabelle man für irgendwelche Zusatzwirkungen würfelt. Also hätten wir das nämlich zusammen, dass man einfach sagt, okay, die Punkte, die ich einsetze, bewirken das, was ich will, aber es kommt halt alles mit irgendwelchen Zusatzeffekten, weil gerade halt auch die ganze Nebelmagie und sowas ist halt ein bisschen chaotisch. Oder ich gebe einen extra Punkt aus, um nicht auf der Tabelle zu würfeln. Wäre ja auch möglich. Also um den Zufallsfaktor zu entfernen, weil ich wirklich unbedingt möchte, dass diese eine Sache so ohne Nebeneffekte funktioniert. Genau. Mhm, okay. Also die stärkste Frage ist halt tatsächlich, ob man so Hintergrund Sozialfertigkeit da auch in der Downtime unterbringen soll. Ich würde schon sagen, ja. Klar, dass man einen Bestechungsversuch des der Viertelbürgermeisterin ausspielt. Okay. Und also, dass man dann kurze Szenen anspielt. Dass man kurze Szenen anspielt, ja. Aber das klingt dann ja eigentlich fast schon wieder, als wäre das wie dann wieder für ein Abenteuer, für eine Art. Eben, deswegen habe ich es jetzt halt genannt. Da ist die Grenze halt schwierig. Aber so klassisch ja, wo kommt die Stimme her? Die Stadtwache zu schmieren mit regelmäßigen Zahlungen, dass sie halt weggucken, wenn man irgendwelche Sachen aus noch nicht freigegebenen Kellern rausräumt. Das wäre halt irgendwas, was man mit Punkten durchaus abhandeln kann.
Ja, also man würde das Erpressungsmaterial oder irgendwas anderes, um die Bürgermeisterin auf seine Seite zu ziehen, besorgen, das würde man ausspielen und dadurch bekommt man dann die Punkte und dann kann man in der Downtime sagen, das schlägt sich jetzt nieder durch X und Y. Hier gibt es gerade eine ganze Menge an Vorschlägen für Downtime-Arbeit. Erstens, die ganze Zeit heißt es, das kostet doch alles Geld. Gibt es Geld? Was machen wir mit Geld? Ich meine, es ist ein Punk-System. Da geht es ja um Machtgefälle, aber die schlagen sich hier ja eigentlich in erster Regel nieder als Gefälle von Zugriff auf magisches Potenzial. Genau. Und weniger halt in Münzen. Oder habe ich das falsch verstanden? Das ist richtig. Also, irgendwelche Münzen oder sowas ist halt quasi Untergrundscrap. Gibt es, so wie nicht registrierte Credsticks, aber eigentlich ist es eine Tauschwirtschaft auf der Basis des eigenen magischen Potenzials. Ja, von dem, was Common Elk da schreibt, Karten akquirieren wäre halt Wissen ansammeln. Astronomische Beobachtungen längere Zeit wäre auch Wissen ansammeln eine Möglichkeit dazu, dass man halt irgendwie noch genauer den Zeitpunkt der nächsten Nebelflut voraussagen kann. Handel und Gelderwerb, also Handel und die Währungserwerb, bestimmte Sachen eintauschen oder ein besonders gutes Artefakt selber basteln, um es dann bei jemand anderem gegen anderes, was man braucht, einzutauschen. Tränkeschmieden, hatten wir gesagt, also Intrigen vorbereiten, ja, alchemistische Experimente, soziale Arbeit wäre auch ja eine gewisse Form von Intrigen. Also bringst bestimmte Teile der Bevölkerung auf deine Seite, ordentlich und die Leute unterstützt. Baumeisterarbeiten hatten wir mit Stadtmagie, Handwerk, klar, heilen, klar. Perlenfarmen ist natürlich auch eine interessante Sache, weil wir gesagt hatten, wenn man keine Zauberei aktiv für längere Zeit anwendet, wächst die eigene Perle. Und nur zur Erklärung kurz für die Leute, die sich fragen, was für eine Perle. Jede Person erzeugt eine Perle, was im Grunde einfach eine physische Ausfällung von dem magischen Potenzial, das man hat, darstellt. Also das Material, aus dem die Perle besteht, ist nicht Perlenhut, sondern Magie. Wirklich schlicht und einfach physische Magie. Die Substanz, die in verdünnter Form halt überall vorkommt, konzentriert sich in Lebewesen in Form von so einer Perle. Und wie groß die ist, ist halt einfach die Frage, wie viel man in der letzten Zeit akkumuliert hat. Und wenn man Magie aktiv einsetzt, dann wächst die Perle halt nicht. Und wenn man in der ganzen magischen Umgebung ist und sie einfach kultiviert, kann man natürlich auch sagen, ich mache jetzt in der Downtime erstmal nichts, außer auf der Couch liegen und die Götter gute Leute sein lassen. Und dann wächst die Perle. Das heißt, ich nutze meine XP, um meine Astralenergie zu steigern. Ja. Mhm. Gildenränge aufsteigen und Einfluss gewinnen. Was ist mit eigenen Familienstrukturen? Das ist eben die Frage. Ist denn Verwandtschaft etwas, was du tatsächlich regeltechnisch fassen können möchtest?
Also in den meisten Fällen, wir hatten ja gesagt, die Stadtviertel sind nach Gilden organisiert. Und das heißt, in den meisten Fällen sind die Verwandten natürlich auch in der Gilde drin. Ich würde es eher tatsächlich so im allgemeinen Social Standing unterbringen. Wenn du irgendwie schwarzes Schaf der Familie bist, hast du eventuell auch allgemein im Viertel ein geringeres Ansehen. Aber so tatsächlich ist es eher die Fraktion, der du angehörst, die deine soziale Bindung am stärksten gab. Okay. Die Farbgebung dieser Hexerratten ist so schnell jetzt so lebendig geworden. Mhm. Fiese rote Augen. Ja, ihr wolltet ja die ganze Zeit blaues Licht. Vielleicht kann man da an den Augen was machen. Mhm. Wäre das eine Idee? Ich habe überlegt, also meine Gedanken waren eigentlich, dass Ratte A hier eventuell, wir waren ja eben irgendwas von einem blauen Trank oder irgendwas, was die eventuell gerade konsumiert und für sich beansprucht hat. Deswegen ist sie auch so aggressiv gegenüber der hier, die gerade mal angetrottet kommt und schaut, was sie denn da gefunden hat. Dass sie sich gerade so ein bisschen im Konflikt sind. Und dass man dann hier vielleicht dieses blaue, was auch immer hätte. Und dann kriegen die gleich noch ein bisschen blaues Licht und so ab. Also wenn zwischen denen irgendwie so ein Fläschchen mit einer bläulich leuchtenden Flüssigkeit wäre und es ganz klar ist, die werden gleich darum kämpfen. Ich mag die Ratte, die gerade ankommt. Ich weiß nicht, aber irgendwie. Die ist ein bisschen derpig. Ja, ich bin Team Derpy-Ratte auf jeden Fall. Doch, ich könnte mir auch irgendwie als Haustierchen vorstellen. Ich bin mir sicher, irgendwelche Leute in dieser Stadt halten auch solche Viecher als Haustiere. Können bestimmt auch sehr nett sein. Mhm. Was ist für Schultertiere? Mhm. Sehr cool. Es wird gefragt, wie es mit dem Bildungssystem in der Stadt aussieht. Ich nehme an, das ist auch ein Gildending, oder? Ja, ja. Das heißt, du hast auch sehr viel fragmentiertes Wissen. Viele Leute, die halt genau das wissen, was sie für ihre Tätigkeit brauchen. Und denk mal, dass so Grundwissen wie Lesen und Schreiben und Kenntnis des Sternen und des Götterhimmels dann auch über die Gilden abgelegt wird. Weil Wissen ist halt schon eine Seltenheit und muss von Abenteurerinnen und Abenteurern zusammengesammelt werden, um dann die Bibliotheken zu füllen, und zwar entweder rechtzeitig vor der Katastrophe oder es hat halt doch nicht gereicht und die nächste Generation muss dann schauen, dass sie halt wieder von vorne anfängt. Also eher ein schlechtes allgemeines Wissen wird festgestellt im Chat. Ja, ja. Beziehungsweise sehr zersprenkelt. Sehr zersprenkelt, also sehr Silo-Wissen. Mhm. Das wird dann vorgeschlagen, führen einer Bibliothek. Also das wäre auch zum Beispiel etwas, eine Downtime-Fähigkeit, eine Bibliothek zusammenstellen. Bibliothek anlegen und sie eventuell, ja, also tatsächlich auch genau wie Armenspeisung wäre Volksbildung zum Beispiel oder Leuten Wissen zur Verfügung stellen.
natürlich eine Fähigkeit, nein, eine Tätigkeit, um dein Social Standing zu verbessern. Allerdings bei halt auch nur bestimmten Gruppen. Wenn du dann anfängst, vielleicht Gildengeheimnisse zu verraten, dann kann es Ärger geben. Selbst bei dem Verein, der dich eigentlich unterstützt. Aber es kann zur allgemeinen Resilienz der Stadt beitragen. Gut. Also ich habe auch schon ein bisschen was an den Vorschlägen für Downtime-Arbeit reingeschrieben. Aber der aktuelle Stand ist, ja, gibt es. Es gelingt, wofür man seine Punkte investieren will. Aber man würfelt auf eine Zufallstabelle, es sei denn, man zahlt extra. Und da gibt es dann halt Dinge, die genauer sagen, wie es jetzt funktioniert und was für Nebeneffekte es gibt. Das heißt, eine Thomas-Hausaufgabe quasi wäre durchaus auch, oder generell eine Hausaufgabe wäre, das zu befüllen, solche Listen. Mhm. Also jetzt wäre sehr viel Kleinarbeit, um einfach zu schauen, was kann da an Effekten entstehen und was sind eigentlich die Optionen, aus denen man wählen kann. Ich habe noch die Frage, wie genau sammelt man diese Punkte? Vielleicht, also bei dem Part war ich einfach nicht dabei, denke ich, als der gebaut wurde in der Session. Ja, es sind schon irgendwie klassische Erfahrungspunkte, die man sammelt, die halt darstellen, man hat was erlebt, man hat Wissen angesammelt. Ich würde unten in den Kellern oder nein, bei allen abenteuerlichen Tätigkeiten, also auch durchaus bei Heists oder wenn du einen Gefangenen der sechsten Spezies aus der Gruft eines Superschurken befreist, gibt es halt nicht nur allgemeine Erfahrung, sondern auch spezialisierte Wissenspunkte. Ach, die rosa Nase sieht ja wirklich jetzt herzallerliebst aus. und die Punkte kannst du im Endeffekt umsetzen. Die kannst du ganz normal auch für klassische Charakterverbesserung umsetzen, was halt auch in der Downtime passieren. Also nicht so dieses, jetzt im Dungeon, ich könnte irgendwie 2 Punkte Stärke mehr gebrauchen. Nein, das musst du mit einem Trank machen und nicht mit einem plötzlichen XP-Umsetzung. Aber halt, dass diese XP halt nicht nur für einen selbst, sondern auch für die Gruppe und für das ganze soziale Umfeld genutzt werden. Und ich hatte da auch geschrieben, bei den einzelnen Viechern, auf die man trifft, das wäre dann halt die nächste Liste, da sind auch dedizierte Erfahrungsschnipsel mit dabei, dass man halt weiß, wenn irgendein Viech sich als besonders nebelresistent erweist, das hat irgendwie ein weiteres Organ, das das irgendwie mit sich bringt. Das hat grünes Blut. Und dass man aus diesen Zusammenhängen halt tatsächlich sowas wie eine Bibliothek aufbauen oder einen Wissensfundus aufbauen kann, der einem hilft, resilienter gegen die Katastrophe zu werden. Und dieses Wissen kann man halt auch, steht dann halt dabei, nebelresistente Kreaturen haben grünes Blut, gibt dir 2 Punkte für alchemistische Downtime-Tätigkeit. Das heißt, beim Bauen von Abenteuern und generell gehört dazu, dass man auch sozusagen Wissenspunkte für einzelne Erkenntnisse, die man bei den Abenteuern erreichen kann. Genau. Okay. Dass man das damit einbaut.
Gab es nicht auch Gedanken, Erinnerungen, Flaschen? Könnte ja auch in der Downtime sammeln und auswerten. Eine Bibliothek in Form von abgefüllten Fläschchen. Ja, zum Beispiel, indem man Leute in Tanks legt und deren Wissen aussaugt. Ja. Oder einfach übertragen lässt. Man könnte ja sagen, das funktioniert wie bei Granderwasser oder wie bei Homöopathika. Und bei uns könnte es tatsächlich funktionieren. Ich weiß nicht. Homöopathie finde ich jetzt sehr weit hergeholt, Thomas. Vor allen Dingen in einer Welt, wo Magie physikal, also wirklich eine physische Manifestation hat. Ja, genau. Bei uns funktioniert es. Also bei uns. Also es gibt tatsächlich eine physische Manifestation. Also mehrere Leute haben im Chat schon ihren positiven Neid, also ihre Bewunderung für Lenas Kunstskills. Ihre Malskills ausgedrückt. Das heißt, man könnte quasi Lena in einen großen Tank packen und dann homöopathisch einen, hier, du kannst besser zeichnen, ein Wässerchen abfüllen. Mhm. Also, man kann natürlich, wenn man ein Konzentrat draus macht, die Fähigkeiten wirklich übertragen. Aber man kann es natürlich auch potenzieren, also runterverdünnen und dann einfach nur einen Punkt zeichnen, dadurch gewinnen. Das hatten wir auch schon so gesagt. Ob das jetzt unbedingt mit einem Tank passiert oder wir es noch ein bisschen creepiger haben wollen, indem man irgendwelche Egel-ähnlichen Viecher den Leuten am Hirnstamm nuckeln lässt. Whatever. Da sind Tanks mit blau leuchtender Flüssigkeit besser. Okay. Wissen übertragen mit Hilfe des Wassergedächtnisses wäre schon cool. Ja, nee, aber es ist ja nicht das Wassergedächtnis, sondern es ist dann tatsächlich eine magische Substanz in diesem Wasser. Ja. Es macht mehr Sinn als Homöopathie, will ich damit sagen. Das wird sie ausdenken. Das ist nicht schwer. Ja. Wassergedächtnis und Wasserinformation übertragen, das wäre dieser Granderwasserkrams, weil ich halt da letztens auch wieder gelesen habe, wie sich da schon wieder Stadtverwaltungen haben übers Ohr hauen lassen mit irgendwelchen informiertem Wasser. Wir haben bei der Zitadelle im Nebel informiertes Wasser. Ja, ich lese beim Wasser auch manchmal was vor. Ich habe mein Wasser vor allen Dingen mit einer Limettenschnitte informiert. Und was soll ich sagen? Schmeckt nach Limette. Es wird gefragt, ob das... Solange die Heilsteine, die du reinwirfst ins Wasser, sich nicht auflösen, weil du mal wieder deine Himalaya-Kochsalzlampe irgendwie da reingetunkt hast. Nein, das Einzige... Keine Auswirkung haben. Das Einzige, wo ich Steine in Wasser werfe, ist, wenn ich am LARP spiele, als Rayani die Reichung des Amethyst. Deswegen habe ich immer Amethysten bei mir. Und ich fürchte, das hast du mit verbrochen, dass das nötig ist, immer einen sauberen Amethysten mit sich zu tragen, den man in Wein schmeißen kann. Das ist tatsächlich, ich glaube, das hatten wir schon in Zauberhafen und Runenschwerter. Also echt damals. Und das sind natürlich alles Sachen, die aus verschiedenen irdischen Mythologien übernommen worden sind. Dass der Amethyst als Entgiftung dient, ist, ich glaube, griechisch. Levantinisch. Dass die Leute auch wirklich aus großen Amethysten geschnitzte Weinbecher hatten, um sich vor Vergiftung zu schützen. Also die Potentaten, die es leisten konnten. Hallo übrigens Familien-Nerd, danke für den Raid, willkommen. Wir sind gerade ein wenig abgeschweift mit informiertem Wasser und ob das in dem Magiesystem von dem Setting hier funktioniert. Während Lena ihren vieläugigen kleinen Rattenmonsterchen wirklich süße rosa Nasen gemalt hat. Kleine Glanzpunkte. Und sogar ein bisschen Glow-Effekte auf den Ohren. Ja, ja, ja. Also das gerade das in der Mitte, die Ohren, die sind schon toll angeleuchtet. Ja. Sieht toll aus.
Ich finde doch den Kommentar im Chat. Wenn man Homöopathen wiederholt schüttelt und auf den Kopf schlägt, werden sie auch dümmer. Aber worüber wir eigentlich heute geredet haben, ist ein Downtime-System für das Spielsystem, für dieses Setting, wo man, wenn man möchte, Ledersuppe, wie es genannt wurde, herstellen kann, als begabten Leuten in Tanks ihr Wissen entziehen und dann zu sich nehmen, zum Beispiel. Nicht entziehen. Also entziehen geht natürlich auch, die harte Methode geht kopieren. Sicherlich auch, aber eigentlich kopieren. Ja. Also, dass man begabten Leuten, ich schätze mal, in irgendeiner Form eine Gegenleistung dafür gibt, dass sie eine Weile in so einem Tank baden, damit dass die Begabung, das Talent, das, was sie sich über lange, harte Arbeit angeeignet haben an Fähigkeiten, übertragen und andere Leute dann zu sich nehmen können. Mhm. Auch mit eins der merkwürdigsten Komplimente, die ich bekommen habe bisher. Dass jemand möchte, dass ich zur Suppe werde. Nur in Suppe eingelegt werden. Nein, okay. Wir lassen dich danach wieder gehen. Aber wir wollen Lena-Suppe herstellen, offensichtlich. Oh, diese Ratten sollten den Namen Kratzer haben. Jetzt wird es Kratzäugler, Schattenkratzer. Ja, Kratzäugler finde ich gar nicht schlecht. Augenkratzer. Augenkratzer finde ich irgendwie creepy. Sie haben viele Augen und sie kratzen Augen aus. Das ist ein Multifunktionsname, Thomas. Ja. Oh, ich finde schön, wie jetzt das Licht auf den Viechern landet. Gerade auf der mittleren, die Lichteffekte sind toll, ja. Sie bekommt das meiste Licht. Meiste Licht ab, ja. Auf der Straße laufen dann Drückerkolonnen, die Leuten Abos verkaufen, die dann stattdessen zustimmen, in die Tanks gelegt zu werden. So, nicht, ich habe aus Versehen eine Waschmaschine bestellt, sondern ich habe zugestimmt, mich in den Tank zu legen. Ja, aber es lohnt ja nicht bei jedem. Wahrscheinlich ist der Prozess nicht ganz einfach, erfordert den Einsatz der eigenen Magie und muss man halt gucken. Man legt nur die Besten der Besten ein. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das für manche KünstlerInnen ein zusätzlicher Verdienst ist. Hat sich ein paar Tage Zeit zu nehmen, um ein bisschen von den angeeigneten Fähigkeiten kopieren zu lassen. Oder ja, aber gerade von besonders guten Kämpfern. Gerade da, wo halt nicht nur langjährige Bildung und Ausbildung, sondern auch ein Schuss Kreativität noch nötig ist. Und das mag bei Kampfkünstlern halt auch der Fall sein. Kann ich mir das schon durchaus vorstellen. Mhm. Also das wäre also die Alternative zum Blutspenden. Kann man das dann vielleicht... Die Frage, wie lange man da liegt, ob eine Downtime-Periode ausreicht, dass man halt sagt, ich verbreite mein Wissen und meine Fertigkeiten in der Downtime, oder ob man einfach sagt, okay, da muss man was länger liegen, wie, sagen wir mal, ein guter, gammeliger Surströmming. Es wird auch. Also, erstens, der Chat sagt mehrfach: Lena loben. Lena ist toll, Lena ist cool. Das sollte ich mal weitergeben. Es wird immer gefragt: Verlieren denn die Leute, die da baden, dann ihre Fähigkeiten? Also, geht auch, aber es geht jetzt tatsächlich darum, dass einfach nur kopiert wird, dass sie das nicht verlieren. Die einfach nur Zeit dann investieren. Hallo Hypnoli LP, vielen Dank für den Raid. Wir reden gerade darüber, Leute in Suppe einzulegen, aber auf eine harmlose Art und Weise. Also dich irritiert sein, wenn wir von Lena-Suppe reden oder sowas. Es wird auch gefragt, wie lange sowas haltbar ist, weil ansonsten kann ich mir vorstellen, wie es auch ein bisschen im Chat angedeutet wird, dass man dann halt statt dem 1945er Wein, dem V-Day-Wein im Keller liegen hat, ich habe noch ein Fläschchen von Michelangelo. Ist die Frage, funktioniert das nur bei lebenden Leuten? Du meinst, man kann auch, wenn Leute verstorben sind, sie dann... mein Bild ist eingefroren. Naja, stört auch niemanden. Man kann ihre Fertigkeiten weiter vererben.
auch durchaus, wenn sie sich während Lebzeiten geweigert haben, sowas zu machen. Ne? Wenn sie tot sind, können sie ja nicht mehr protestieren. Kann man überlegen, weil ist halt die Frage, wie lange dauert es, bis die jetzt duster. einmal durch die Filter durch oder die Ebenen. Wir brauchen ein bisschen mehr blaues Licht in den Schatten. Das sah natürlich unterricht aus. Ja, das sah, wow, das ist verdammt cool, aber auch verdammt creepy, die Version. Also die Bleiche meinst du jetzt? Ja, ja. Die shiny Version. Ja. Leichenwasser. Lecker, 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 lecker. Beziehungsweise es wird vorgeschlagen, bei Verstorbenen muss das dann auch einen fiesen Nebeneffekt haben. Also ich weiß, wir kommen ein bisschen von dem Downtime ab, aber ich finde das Thema gerade sehr spannend. Da sind wir ja sowieso drin. Und ich meine, wir haben ja beide Spaß an gewisser Creepiness und halt etwas abgedrehten Konzepten. Und da kann man lange drüber überlegen. Hat die Magie, die in einer Person drin ist, noch eine Struktur? Zerfällt diese Struktur im Todesfall? Wie lange dauert es, bis diese Struktur zerfällt? Kann man derweil damit noch was machen? Kann man zum Beispiel halt noch die Gedanken von Leichen lesen? Das ist Klassische, der letzte Sinneseindruck, sowas. Naja, ich meine, man stirbt ja in Raten, so blöd das klingt. Es gibt ja. Grundsätzlich ja, also biologisch irgendwie die Zerfallsprozesse, das dauert alles ein bisschen. Was bewegt sich am längsten noch, nachdem man tot ist? Der Darm? Nee, tatsächlich die winzig kleinen Auswüchse im Nasenrachenraum. Die dort Dinge transportieren. Die könnten wohl noch, die arbeiten wohl irgendwie noch ziemlich lange, nachdem der Rest des Organismus verstorben ist, weiter. Was auch, wo wir schon bei creepy waren. Muss man die Leichen vielleicht erst quasi mumifizieren oder ähnliches? Also, das ist die Frage, wenn man Toten sowas entzieht. Also, mein Vorschlag wäre ja durchaus auch, dass wenn man von Toten das rauszieht, man nicht ganz kontrollieren kann, was man bei ihnen rauszieht und man vielleicht auch natürlich ein bisschen noch ihren Tod mitbekommt. Das heißt, wer diese Fähigkeiten an sich nimmt von jemandem, der durch Kopfschuss gestorben ist, hat man halt chronisch Migräne danach oder. Geht das denn auch? Oder halt tatsächlich, wenn jemand, weiß ich nicht, irgendwo runtergefallen ist, dass er dann jemand Höhenangst bekommt. Ja, genau, ob man negative Fähigkeiten kopieren kann, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich. Mit Sicherheit. Ich könnte zum Beispiel jemanden irgendwie, ich weiß nicht, eine Leserechtschreibschwäche oder so aussuppen. Und jemand anderem dann heimlich geben oder so. Das ist so eine gute Idee. Entschuldigung, wenn die hier nicht genommen wird, muss ich die auf jeden Fall irgendwo einbauen. Dass man jemanden Angststörungen kopieren kann und anderen Leuten eingeben, um sie in die Paranoia zu treiben. Solche Sachen. Boshaft. Das gefällt mir sehr gut. Ja, ich meine, wir reden von einer Kopie von geistigen Eigenschaften. Und natürlich sind da auch schlechte Eigenschaften dabei. Und das kann bei deswegen halt auch die Würfeltabellen. Erstens machen Würfeltabellen Spaß. Ja. Und halt eine Sache, die man nie von Person XY wusste, bevor man sie in die Suppe gelegt hat oder aus ihr Suppe gemacht hat, dass sie halt irgendwie gut verborgen irgendwelche Angstneurosen, was auch immer hatte. Ein Doppelleben. Was Alirion da fragt mit Auswirkungen wie bei iZombie, das sagt mir jetzt nichts. Ich kenn's auch nicht, nein.
Also wenn dann sind die Parallelen nicht absichtlich und wir können nicht beantworten, ob er so ist wie bei Zombie oder nicht, weil wir es nicht vergleichen können. Erinnerungen, die dann mit rüberflutschen. Ein Supplement. Okay, der ist sehr gut, Scarabeus. Sehr schön. Ist eine Serie auf Netflix. Ich weiß, dass es eine Serie ist, aber mehr weiß ich auch nicht. Ja. Tito. Vielleicht kennt man dann Personen, die man eigentlich gar nicht kennen dürfte. Also ja, das wäre auf der Tabelle von weirden Dingen kann man dann ja auch durchaus irgendwie, du hast ständig Déjà-vu bei Dingen, die du noch nie im Leben gemacht hast. Oder du hast das Gefühl, du kennst Leute, die du eigentlich nicht kennen dürftest. Das ist ganz spannend in Eclipse Phase. Ich laufe aktuell ja tatsächlich mal nicht mit einem Eclipse Phase T-Shirt rum. Ist ja die Möglichkeit des Körperwechsels halt Teil des Spiels, genau wie in der Altered Carbon Fernsehserie oder in den Büchern, die der Fernsehserie zugrunde liegen. Und da kann es sein, dass der Körper, in den man wechselt, halt bestimmte Muster auch gespeichert hat, weil irgendjemand halt eine Tätigkeit sehr häufig gemacht hat. Oder weil der Speicherkern, der die Persönlichkeit halt aufnimmt, unsauber gelöscht und reformatiert worden ist. Und da kann es dann halt auch sein, dass man solche Déjà-vus oder irgendwelche Zwangshandlungen, Ticks halt übernimmt, obwohl man eigentlich einen völlig frischen Körper gekauft oder geliehen hat. Und das kann hier bei all den Sachen, wo wir hier eine Form von Bewusstseinsübertragung haben, auf jeden Fall passieren. Chat heißt es Mayri, vielleicht sind deine Abneigungen gegen Spinnen ja gar nicht von dir, hast nur eine falsche Perle geschluckt. Dun, dun, dun. Aber ich erinnere mich an das Ereignis, das meine Spinnenangst ausgelöst hat als Kind. Aber sind das vielleicht gar nicht meine Erinnerungen? Dun, dun, dun. Oh, jetzt kommen wir irgendwie auf Blade Runner-Ebene. Bist du in Wirklichkeit ein Replikant? Soll ich dir ein Einhorn falten? Kannst du das? Nee. Siehst du, daran scheitert es direkt. Ja, ich bin nicht Edward James Olmos. Ja, das sind die wenigsten von uns, fürchte ich. Ich fürchte auch. Demzufolge kann ich auch keine Flüchtlingsflotte um einen interstellaren Schlachtkreuzer sammeln und in Sicherheit führen. Also, ja, es wurde vorhin auch geschrieben, was das bei Zombie ist. Da haben die Zombies können Eigenschaften des Opfers und auch Erinnerungen von jemandem, dessen Gehirn sie gefressen haben, annehmen, solange das Gehirn verdaut wird, was ja eine beschränkte Zeit ist. Und eklig. Noch so kann Thomas kein Einhorn falten, aber mit der richtigen Suppe. Also wenn wir Edward James Olmos einlegen. Ich weiß nicht, Lena, kannst du Origami? Nee, ich habe mal vor Ewigkeiten ein bisschen was gelernt. Da konnte ich so kleine Schüsselchen oder sowas in die Richtung falten und Blumen. Das ist doch komisch. Heute noch, die liegen irgendwo rum, aber ich habe es total vergessen. Also ich weiß, dass Kaya das zum Beispiel kann. Also sie hat für Rokugan-Larp mal Kraniche gefaltet. Wirklich im Minutentakt quasi. So als Gastgeschenke. Wenn sie 1000 Stück davon gefaltet hat, darf sie sich was vom Universum wünschen. Oh, ist das ein Achievement, was dann freigeschaltet wird? Also es gibt, das ist so ein japanischer Volksglaube, dass wenn du 1000 Papierkraniche faltest, du halt den Wunsch von dir in Erfüllung geht. Und es gibt, tatsächlich weiß ich das wegen der eher traurigen Geschichte, als dass ein Kind, das nach Hiroshima erkrankt ist,
1000 Kraniche falten wollte, um gesund zu werden. Und das hat es nicht geschafft. Und bis heute falten Schulkinder Ketten von 1000 Kranichen und hängen sie am Friedensdenkmal in Hiroshima auf. Ah. Deswegen findet man die da oft. Aber man findet sie auch an anderen Orten. Also das ist generell ein Brauch. Nur da hat es dann noch eine zusätzliche, sehr bittere Note. Mhm. Aber abgesehen, ich weiß, das hat jetzt überhaupt nichts mit irgendetwas hier zu tun, aber ein sehr, sehr eindrückliches Denkmal, der Friedenspark in Hiroshima, mit dem einen Gebäude, das also bis auf Instandhaltungsmaßnahmen seither unverändert steht, die Stahlkuppel. Die Kuppel von dieser Kirche. Mhm. Hallo Tsumiru und vielen Dank für den Raid. Ich war aber gerade dabei zu sagen, dass wir es nach dass wir langsam, ist, genau. Dass wir langsam für heute Schluss machen und zusammenfassen. Wir arbeiten hier ja an einem neuen Rollenspiel und eigentlich ging es heute um Downtime-Regeln. Also zwischen den Sessions, die wirklich ausgespielt werden, die Abenteuer, die man erlebt, die Überfälle, die man macht, die Raids, die man hinter sich bringt, dass dazwischen es dann immer Phasen gibt, in denen man die Punkte, die man gewonnen hat, weil man auch Wissenspunkte und so etwas sammelt, mit den Dingen, die man erfährt, während man in Dungeons unterwegs ist, dass man die dann investieren kann in unterschiedliche Dinge. Und irgendwie kamen wir dann darauf, aus Leuten Suppe zu machen. Was jetzt fieser klingt, als es gedacht ist, sondern dass halt Wissen, Talente an solche an Eigenschaften von Leuten in Flüssigkeiten übertragen werden können. Die Frage ist, genau, die Flasche ist zerbrochen und war da irgendwie das Wissen von irgendjemand drin? Oh nein, da war das Wissen über Kranichfalten drin. Und diese Ratten haben keine Daumen. Nein, die haben nur Krallen. Was machen sie nur? Ich meine, sie können sehr saubere Kanten falten mit den Krallen. Der Chat sagt, auf dem Bild fehlt noch eine verängstigte Katze im Hintergrund, die Angst vor den Ratten hat. Ja, genau. Also wir sind gerade dabei, hier den Aufwasch zu machen und dementsprechend auch nochmal Danke zu sagen für Lena, die ganze Zeit tapfer, während sie sich auch mit uns unterhalten hat, im Hintergrund kleine, fiese Rattenmonster gemalt hat, die viel niedlicher sind, als sie sein dürften bei ihrem Design. Oh nein, sie sollten doch gruselig sein. Ich habe zu danken, es hat sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich, das ist das ist doch das Beste, ja? Ja. Ein Job, der gleichzeitig auch noch Spaß macht. Ja, und das nach einer Bildbeschreibung einer kurzen von Thomas ist eine nächtliche Straße mit Rattenmonstern, die sich um ein zerbrochenes Fläschchen streiten, entstanden. Ein idyllischer Blick in eine der Straßen der Stadt auf dem Tafelberg, die hier gebaut wird. Wahrscheinlich etwas, das man überall und zu jeder Nacht wieder zu sehen bekommt, wie sie aus den Gossen geklettert kommen. Ist halt die Frage, warum hier überhaupt noch jemand wohnt. Aber vielleicht treffen sich in dieser Souterrain-Wohnung ja auch unsere SCs. Vielleicht. Und ich glaube, die Frage, warum wohnen die Leute nicht woanders, ist, wo sollen sie denn hin? Es ist überall. Das ist ja, wenn etwas kein soziales Problem in der Stadt ist, es ist Wohnungsnot. Du musst nichts besetzen. Gehst einfach zwei Straßenzüge weiter und ziehst in eine Wohnung oder ein Haus und sagst der Stadt ganz brav, bitte, bitte. Und dann ist es deins. Und in der nächsten Nacht siehst du die gleichen sechsbeinigen Kratzratten auch wieder in der Straße, weil die mit umgezogen sind. Die haben sich zum Beispiel. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank an Lena und Thomas für die heutige Session. An Mairi. Jetzt kommt auch der blaue Widerschein, also das blaue, das blaue sekundäre Licht von der Flasche. Ah, das sieht toll aus. Okay. Also ich bin auf jeden Fall ein Fan. Wir müssen noch einen guten Namen finden für die kleinen, fiesen Viecher. Ich muss gerade daran denken, weil sie auch so ein bisschen Spinnenaugen haben. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie Better of Ted kennt.
Es ist eine Serie, die spielt in einem Riesenkonzern, der alle möglichen seltsamen Experimente macht. Und eines, das immer nur erwähnt, aber nicht gezeigt wird, ist das Oktohühnchen. Es wird immer nur gesagt, diese Sache mit dem Oktohühnchen damals. Und dann lassen Leute so Halbsätze fallen wie auch. Es war eigentlich ganz niedlich, wie es sich von der Decke abgeseilt hat. Das sind... Arachnoide, das ist gut. Das Idiot sagte gerade Arachnoide. Das gefällt mir auch. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen und hören uns das nächste Mal wieder, wenn hier Worldbuilding betrieben wird. Wenn alles klar geht in 2 Wochen. Ja, das ist immer die Bedingung, ne? Dass alle Dinge klar gehen. Dass wir das schaffen in 2 Wochen schon. Ja, Tatsache. Mhm. Sind 2 Wochen eingetragen. Nächste Woche ist Weltenbau, aber ohne Thomas. Dann machen wir ein bisschen an Kelionita, also unserem D&D-Setting, weiter. Morgen gibt es, wenn dann, nur einen Spontanstream. Mal schauen, vielleicht wird er wieder gespielt oder gemalt. Also Samstag ist tatsächlich meine Pause. Am Sonntag bin ich bei Ben & Paper zu Gast. Da spielen wir Werwolf, aller Wahrscheinlichkeit nach das Finale von der Session. Und nächste Woche Montag ist auch nochmal Streamy-Pause. Am Dienstag ist Nessie wieder dran mit der Nordland-Trilogie. Am Mittwoch spielen wir Star Wars. Und dann sind wir ja, wie gesagt, schon wieder beim Donnerstag angekommen. Und das Wochenende der nächsten Woche, also in 7 Tage plus, machen wir einen Stream-Marathon. Einfach, weil wir es wollen und haben vor, 48 Stunden durchzustreamen, so in wechselnden Rollen. Keine Ahnung, vielleicht richten wir zwischendurch einfach ein paar Stunden die Kamera auf Indy, wie er in seinem Bettchen pennt. Während wir auch mal eine Pause machen, oder wechseln uns ab. Wir haben vor, dass wir irgendwie Gloomhaven aufbauen und durchspielen. Ui. Cool. Oder sonst irgendwas machen, aber einfach wirklich lange durchgehend online sein und nicht immer nur die 2 Stunden Schnipselchen, einfach weil wir es mal ausprobieren wollen, wie das so ist. Okay. Dann lieben Dank auch an die Leute im Chat und vielen Dank auch an die Leute, die mit den mehrfachen Raids hierher gekommen sind. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß bei unseren Suppendiskussionen. Und dann würde ich sagen, schicken wir die Leute mit einem Fläschchen Lena-Suppe. Ich weiß es nicht. Nach Hause und in die Nacht. Okay. Macht's gut. Ja, auch nochmal. Macht's gut. Nico, hast du einen Danke an euch, Raid? Danke an den Chat und gute Nacht. Wir raiden zu einem Kanal namens Drunken Monkey. Ich gehe davon aus, Nico hat wieder geschaut. Wer streamt gerade noch etwas mit Pen and Paper? Dementsprechend viel Spaß damit und liebe Grüße an die Leute da. Macht's gut und bis dann. Ciao. Tschüss.